Guter Rat beim Bauen und Sanieren. Die Frage einer Hörerin aus Bischofshofen, ob sie ein Massivhaus oder ein Holzhaus bauen soll, darf ich wie folgt beantworten. Das Holzhaus ist aus einem hochwertigen ökologischen Baustoff errichtet. Allerdings ist die Wärmespeicherung aufgrund der geringen Masse des Holzes niedrig, ebenso die Schalldämmung. Wenn Ihr Haus in einer Lärmbelastungszone liegt, muss es schalltechnisch verbessert werden. Das Massivhaus aus Ziegeln oder Mandelbeton ist schall- und wärmetechnisch einwandfrei. Beim Ziegeln wird darüber hinaus der Feuchtegehalt der Raumluft reguliert. Sie müssen selber entscheiden, ob Sie das heimliche Gefühl des Holzhauses oder die Robustheit der Massivbauweise wollen. Beide Systeme garantieren hochwertiges Wohnen. Guter Rat beim Bauen und Sanieren. Präsentiert von Wagrainbau.